Bayerns Ministerpräsident Markus Söder gibt sich mit den bisherigen Erklärungen seines Stellvertreters Hubert Aiwanger zu einem antisemitischen Flugblatt aus Schulzeiten nicht zufrieden. In einer Sondersitzung des Koalitionsausschusses an diesem Dienstag soll der Freie Wählerchef offene Fragen beantworten, teilte Staatskanzleichef Florian Herrmann am Montag der Deutschen Presseagentur mit. Wir haben die Erklärung zur Kenntnis genommen, aber es bleiben viele offene Fragen. Diese kann nur Hubert Aiwanger persönlich beantworten, so Herrmann. Aiwanger hatte am Samstagabend schriftlich zurückgewiesen, als Minderjähriger zu Schulzeiten in den 1980er Jahren ein antisemitisches Flugblatt geschrieben zu haben, über das die Süddeutsche Zeitung berichtet hatte. Gleichzeitig räumte er aber ein, es seien ein oder wenige Exemplare in seiner Schultasche gefunden worden. Kurz darauf gestand Aiwangers ein Jahr älterer Bruder ein, das Pamphlet geschrieben zu haben. Er sei damals wütend gewesen, weil er in der Schule durchgefallen war.